Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Fans. Orcs are a hard team to fight. They're good in a scrap, so beat them at their own game or focus on the ball. Ja, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2 mit der Nerd Bowl Chaos Squad. Ich habe mal wieder die Animation ausgestellt und dann ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass man dann ja auch keine Teamvorstellung sieht. Ja, wir spielen gegen Orks. Die haben Starspieler Troll mit dabei. Das ist er nicht, das ist er. Das heißt zwei Big Guys. So, ja, und wir wechseln mal wieder aus. Denn wir wollen ja unsere Chaoskrieger dabei haben. Engai und Umbreon müssen wieder auf die Ersatzbank. So, und da vorne der Bero wieder immer in der ersten Reihe. Ich glaube, den Samur möchte ich diesmal nicht ganz vorne stehen haben. Der ist mir einfach zu wertvoll inzwischen mit seinen 23 Starspielerpunkten. So, was haben wir denn sonst noch bei den Orks? Wir haben Nixkanner, Schwarzorg mit Tackle durchbrechen. Okay, also der kann besser ausweichen. Dann haben wir einen Schwarzorg mit Block. Okay, noch ein Schwarzorg mit Tackle durchbrechen. Und hier haben wir einen Blitzer mit Block, Knochenbrecher und Tackle. Der ist gefährlich. Dann haben wir hier einen Knochenbrecher Blitzer. Okay, der ist auch gefährlich. Noch ein Knochenbrecher Blitzer, der allerdings auch schon eine Verletzung hat. Der kann noch nichts. Dann haben wir hinten noch einen Blitzer, der nichts Besonderes kann. Und einen Gobbo für den Beru. Der aber auch noch nichts weiter kann. So, haben wir noch was auf der Satzbank. Da ist nichts. Da ist nichts. Da haben wir einen Werfer, der nichts Besonderes kann. Und noch einen Werfer, der nichts Besonderes kann. Alles klar. Gut, also viel Prügelei wird auf uns zukommen. So langsam, also unser Team kommt mir für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam in die Puschen. Aber wir haben ja inzwischen auch schon ziemlich viele Block und so. Oh, beide Mannschaften verlieren einen Zug. Das ist relativ gut, weil der Gegner dann weniger Zeit hat, einen Touchdown zu machen. Ja. Smells like a good old fashioned fight. Ja. So. Hier kommen sie und werden gleich versuchen, uns eine blutige Nase zu verpassen. Vor allen Dingen mit den beiden Big Guys, das wird nicht einfach. Gut, dass sie beide saublöd sind. Ist doch der Ripper hier auch, ne? Ist auch saublöd. Mitspieler werfen, Einzelspieler. Not up to much today, poor thing. Ist nicht so blöd, ne? Na komm. Immer hungrig. Anscheinend ist der Ripper-Troll nicht so blöd. Das ist ja richtig krass. Aber Lori, das ist, sieht ja jetzt gut, dass ich den Samu nicht dafür noch hingestellt habe. Casualty so early in the match? Hey, I might actually start paying attention. Bob, wie immer gelangweilt. Okay. Ja, das hat sich noch in Grenzen gehalten. Wir haben einen Spieler verloren bisher. So, ja, was machen wir? Da hinten ist der Gobbo. Also in diesem Zug kommen wir da nur schwer dran. Hier hat dann sich ein Schwarzorg hingestellt, den wir so ohne weiteres nicht wegkriegen. Können es mal versuchen. Mal hier rüber. Plastiklöffel einmal hier rüber bitte. So, dann kann der Koali hier einen Einserblock machen. Jetzt so früh im Spiel schon Einserblocks. Aber der Schwarzorg hat nämlich keinen Blocken, deswegen... Jeremiah Cool always said,
superior skills. So, und Backfisch mit 2 Go for it zum Gobo. Sinkt. Alles klar, den haben wir schon mal unter Druck gesetzt. So, dann haben wir jetzt hier den Stärke 5 Troll. Der hat Rüstung 9. Die haben auch alle Rüstung 9. Ich würde ja ganz gerne irgendjemanden jetzt... Feldspieler hat auch Rüstung 9. Und die Blitzer haben auch... Die haben alle Rüstungswurf 9, das heißt schwer zu verletzen. Die Werfer haben, glaube ich, weniger, ne? Ja, die haben nur 8. Okay. Cartman, du hast auch Knochenbrecher. Kümmere dich mal um den Schwarzorg. Aha, here's some friends. Das wiederhole ich. Ich möchte den nicht wirklich zu Boden prügeln. Jawohl, jetzt hat er es geschafft. Okay. Und? What can you do against a full speed horned opponent? Okay. Rüstung trotzdem fehlgeschlagen. Wir haben nur eine 8 gewürfelt. Eine 10 hätten wir gebraucht. Schade, schade. So, und hier einmal nach vorne. So. Ja, dann unterstützt der Koriminus hier mal den Lesrak gegen den Troll. Wenn wir wenigstens einen Einserblock gegen den Troll haben. Sehr schön, und der Troll fällt zu Boden. Der Lesrak gut gemacht. Sehr schön. Okay. So, dann hier noch die Unterstützung von Mischka. Damit wir hier gegen den... Nein! Oh Gott, nein. Oh, es hat sogar geklappt. Das wäre wieder so ein schöner Verklicker. Ja, und damit kann ich auch das Ganze jetzt hier vergessen. Hier haben wir noch einen Einser. Jo, und das... Beru ist heute auch mal... Das ist doch gar kein kleiner. Das ist ein richtig dicker, fetter Ork, Beru. Er ist wieder eingeschüchtert, weil ein Goblin auf dem Feld ist. Ich sehe das kommt. Ja. Ja. Ich hatte ja auch eigentlich angekündigt, dass ich gegen Teams, gegen Goblins oder ähnliches, ist den Miro gar nicht mehr einwechseln. Ne? Hätte ich mal besser gemacht. So, den Goblin haben sie wieder befreit. Na, läuft er. Ah, der Ripper ist anscheinend wirklich nicht blöd. Das ist ein richtig guter Starspieler dann. Also, ja, mit Stärke 6. Okay, er hat nur Gewandtheit 1, aber naja. Das hat der andere Troll, glaube ich, auch, ne? Nur Gewandtheit 1. Ja. Dumm. Very dumm. One of them should hit harder. Nicht mit dem Samu, glaube ich, ist der Samu, ne? Hier ist der Frank. Oder mit dem kann man das auch nicht machen. So. Oh oh. Cartman, das ist böse. Ja, genau. Gar nicht so einfach. So, hier wird wieder aufgestanden. So. Der Gobbo ist hier hinten und hier haben wir einen freien Koriminus, der sich um ihn kümmern könnte. Mein Problem momentan sind wirklich die Schwarzorks, die ich hier so ohne weiteres nicht wegkrieg. Komm, Koali in einen Einserblock gegen den Schwarzorg. Das ist ja die einzige Möglichkeit, aber er schafft es sogar. Und folgen. One more step and... Sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich hier durch und den Gobbo blitzen. Koriminus, komm. Und... All this focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random violence. Wir haben Block. They've left the ball carrier exposed. There could be a counter strike. Okay, ja gut, der Ball ist neben dem Ripper. Meh. Gefällt mir nicht so. Na gut, der Lesrak haut jetzt wieder den Troll hier. Ja, okay, wir schieben den Troll. Folgen. So. Ja, den Blitz haben wir aufgebraucht.
Versuchen wir aber wenigstens hier den Cartman wieder zu befreien. Und folgen. Und hier haben wir auch noch einen Einserblock. Look at Twinkle Toes there. Ja, es ja. Sie yes, Ball aufheben nicht geschafft mit dem Kombo. Ah, jetzt mit dem Wiederholungswurf hat er das geschafft. Wir sind, was die Stärke angeht, ganz klar unterlegen. Seht ihr ja, wir müssen ständig Einserblocks machen. Wir sind noch ziemlich zersplittert auf dem Feld, das gefällt mir auch nicht. Ah, Cartman kriegt's wieder. Und ist K.O. That's some gold-plated brutality right there. You can always trust a black orc to bring the pain. Yes. Ja, Troll geht down. Wallop. I love adding my own sound effect. Okay. So, wir versuchen mal zwei Blocks auf den Ballträger zu bekommen. Plastiklöffel Blitz mal den Goblin. In danger and carry. Okay, das war nix. Folgen. The fans are ravenous, so am I. Just one more step. So. Ja, ein zweiter Blitz wäre jetzt nicht schlecht, ne? Okay, naja. Wie machen wir das am besten? Ja, wie kommt Koriminus, haut den einfach nochmal. Wieder Wiederholungswurf. Ich brauche wieder viel zu viele für Blocks. Aber diesmal hat es geklappt. Und wir bleiben stehen. Der Ball geht ins Publikum. Ja, das sieht ganz gut aus. Da können wir jetzt zumindest mit dem Lestrak mal in die Gegend laufen. Und auch Buckfish läuft jetzt hier raus und holt sich den Ball. Who could imagine that a foul deformity of the body would be so effective on a blood bowl pitch? Sollen wir jetzt, wir geben dem Lestrak noch nicht den Ball. Die wird jetzt gleich eh eingeholt. Hier haben wir den Werfer und den Starspieler. Wo ich könnte noch ein Feld mit einem Go for it weiterlaufen. Dann muss der Starspieler auch ein Go for it ausgeben, bis er mich erreicht. Ich denke, das mache ich auch. Und zack. Ja, unser Glück mit den 2-Plus-Würfen. Troll ist saublöd. Ah, hier die Werfer kommen auch nicht ohne weiteres an den Ball. Mit einem Go for it. Und den hat's auch gelegt. Ja. Mit Go for it, mit Wiederholungswurf. Jetzt hat er aber keine mehr. Gut, aber er braucht jetzt nicht zum Blocken ständig welche wie wir. Den Frank hat's gelegt. Ja, es ist nur ein bisschen blöd, dass wir hier nur einen Spieler haben. Aber der eine Spieler, den wir hier hinten haben, ist zumindest der Lesrak. Der kriegt auf jeden Fall einen Doppelblock hin gegen den Werfer da hinten. Das tut weh. Okay, alles klar. Aufstehen. 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 So, auch du stehst auf. So, und jetzt macht der Lestrak das, was er am besten kann. Prügeln. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker. Okay.
und folgen. Take down the ball carrier before he can move it up the field. Blood Bowl. Nur genehmt. Okay, ja gut, das Problem ist jetzt, wir haben jetzt hier nichts in der Nähe, was er jetzt in diesem Zug noch darüber laufen könnte und den Ball wieder aufhebt. Naja. Plastiklöffel hat keinen Block. Das heißt, wir schieben den Goblin nur. Und holen den Kurimi-Nuss zur Unterstützung. Aber nicht direkt neben den Troll. So, hier haben wir auf jeden Fall Einzelblocks mit dem Mischka und dem Beru. Und schon wieder für einen Blockwürfel den Wiederholungswurf rausgehauen. So, Mischka wollen wir frei haben, das heißt, wir bleiben hier stehen. So, und er ist gelähmt. Beru, einmal bitte Richtung Ball. Ich weiß, ist nicht so dein Ding mit dem Ball und so. Aber der Goblin ist auf der anderen Seite. So, ein bisschen Sorgen macht man der Starspieler hier oben. Der könnte euch wehtun. Aua, aua. He won't leave him alone anytime soon. Da ist der Goblin wieder angedackelt. Gute Samu wird gelähmt. Auch der Frank muss dran glauben. Hoffentlich nicht dran glauben, aber zumindest wird er niedergeprügelt. So, und hier... Boah, die kriegt auch auf die Fresse. Aber wird nur geschoben. Backfisch vom Werfer geprügelt. Ist K.O. Leider, leider, leider. Jetzt hätten wir gebraucht, dass sie noch da ist. Und außerdem K.O. ist ja auch so eine Sache. So, der Beru könnte mit zwei Go for Its einen Touchdown machen und der Kuriminus mit einem Go for It. Wir haben einen Wiederholungswurf, also versuchen wir doch mal unser Glück. Okay, hier geht der Wiederholungswurf schon drauf. And it didn't come off. Ne. Ne, 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 ne. Kurimidus ist zu dumm, einen Ball aufzunehmen. Aber vielleicht ist der Ball auch nur glitschig. Wer weiß. Immerhin hat den vorher der Gobbo getragen. Hier. Wer weiß, was Goblins so mit ihnen mit Bällen machen. Ganz hinterhältige Taktiken. Ja, zumindest sind die Orks weit davon entfernt, einen Touchdown zu machen. Haben nur Spieler in unserer Hälfte, die wahrscheinlich keinen Pass auffangen können, wenn denn da einer kommen sollte. Boah, der Troll. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Plastiklöffel gleich gegen zwei Trolle. Ja. Quali haut den Schwarzorg down. Gut, gut, gut. So, El Samu steht mal auf. So, der Frank. Okay. Was haben wir hier? Das ist der Beo. Wir machen mal hier einen Block mit dem Lessack gegen den Werfer. Und Kuriminus hat eine neue Chance, einen Touchdown zu erzielen. Yes, diesmal schafft das. Touchdown von Kuriminus. And it's gone! The match is launched for real!
comes some sleeping beauties. Okay. Gotta keep possession of the ball. Der Eloridas hat entschieden, er möchte doch ein bisschen liegen bleiben. Na gut. So, gucken wir uns einmal nach hier hinten. Bero und Frank wieder vorne an der Line. Plastiklöffel gesellt sich da mal dazu. Und der Umbreon geht nach vorne. Alles klar. Verteidigungsformation. Okay. Frank weg von Troll. Ja, Bero dazu. Plastiklöffel, du kannst mit Trollen. Du hast ja eben auch schon gegen zwei Trolle gekämpft. Irgendeiner muss sich dem Troll stellen. Guy leave his brain in the dugout again? Anscheinend. Der Ballträger der Ochs. Umbreon. The darker they are, the harder they hit. Bis jetzt hat ihn seine Verletzungen, diese auch in der letzten Saison, noch nicht so sonderlich gestört, die er direkt am Anfang ja bekommen hat. Ich meine, wir schonen ihn ja relativ oft, aber... Okay, wir haben noch einen Zug. Können auch noch versuchen, ein bisschen hier... ein bisschen was zu machen. Koali und Backfisch gegen den Goblin. Der Lessrak. Gegen den Schwarzorg. Nehmen wir den Koriminus als Unterstützung hier. Und Backfisch auch. Dann hat nämlich der Lessrak einen Doppelblock gegen den Schwarzorg. Perfekt. Folgen. Ja, schade. So. Dann können wir hier mit dem Samur den Blitzer mal blitzen. Oh, too easy. Ach, schade. Nur ein Push. Na gut, Frank gegen den Schwarzorg. This player likes to be well assisted. Auch hier nur schubsen. Wir kriegen es nicht vernünftig hin. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Sonst irgendwo noch die Chance. Hier haben wir noch einen Einserblock mit Bero. Der hat Blocken, das heißt, das ist doch gar nicht so schlecht, ein Einserblock. Was hat der? Der hat nix. Also gut, Einserblock geht. Aber auch den schubsen wir nur. Hier wegschubsen. Und stehen bleiben. Und zu beenden, weil da kommt jetzt nichts mehr. 1-0 durch Koriminus. Hoffen wir, dass der Eloridas wieder aufsteht. Sieht so aus. Backfisch wieder nach hinten. So, wir gehen natürlich über die Seite, wo der Goblin steht. Bero nach vorne. Und Engai ist auf dem Feld. Nee. Lieber den Mischka. Und Plastiklöffel ist auch nicht auf dem Feld. Die hätte ich gerne lieber als den Umbreon. So. Okay, hier die vorne an der Line ist es ein bisschen schwierig gegen die zweite Trolle. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich ziehe auf jeden Fall den Frank hier schon mal raus. Der Cartman auch. Und den Samur auch.
Samo stellen wir noch hier vorne. Der ist nämlich nicht so schnell wie die anderen. So, und hier auf der anderen Seite ist der Lesrak, der ein bisschen unterstützt wird vom Plastiklöffel. Moment, die stehen, nee, stehen nicht direkt nebeneinander, das ist schon mal ganz gut. So, und dahin. Okay, der Kuriminos. Okay, alles klar. Einstellung bestätigen. That ball's starting to look a little tatty. When are they gonna replace it? I don't know, and I know what you're doing. You just ein want Blitz me to set uns. You up so you can shout, "New balls, please!" I'm not going to do it. Buzzkill. Yeah. Wo geht eigentlich der Ball hin? Der Ball geht. Okay, kann man gerade nicht sehen. Auf jeden Fall hat jetzt unser Gegner hier auf der rechten Seite, wo wir eigentlich durchbrechen wollten, seine Leute verstärkt. Gucken, ob sich der Starspieler auch bewegt. Ja, tut er. Und da kommt der Blitz. Aha. Okay, wenigstens haben wir dem Ork einen Wiederholungswurf gezogen. Alles klar, revanchier dich doch mal hier, Koali. Bleiben. Alles klar. So, der Beru, komm. Goblins sind doch deine Sache inzwischen. Ja, guck mal, er hat geübt. So in nächtelanger Kleinarbeit hat er in so Sandsäcken so ein Goblin-Gesichter drauf gemalt. Ah, okay, der Ork hat den Ball. Das ist mir jetzt, fällt mir ja jetzt erst auf. Das muss sich ändern. Cartman schon mal hier in die Richtung. Und Kuriminos auch. Okay, denn der Lesrak muss jetzt ausweichen. Und hier mal den Ballträger nutzen. Oh gut, schafft er auch. Put pressure on the ball. Can't argue with that. Wurf. Wir müssen den Ball freikriegen, aber kriegen wir nicht leider. Okay. Folgen. Jetzt sind wir ein bisschen eingesperrt hier. Okay, nochmal ausweichen. Kriegen wir hin, alles klar. So, dann holen wir uns von hier hinten Unterstützung durch Backfisch. So, den Ripper müssen wir auch unter Kontrolle bringen. Das kann der Frank übernehmen. Der Mischka läuft auch mal hier hinten rum. Ja, da sind wir schon wieder in der Defensive. Das ist nicht so geil, finde ich. Ach ja. Der Elboridos möchte nicht gegen den Troll kämpfen. Oder möchte der gegen den Troll kämpfen? Komm, wir kämpfen einmal kurz gegen den Troll mit einem Einserblock. Wir schieben den Troll mal weg. Weg von uns, ist immer gut. Alles klar. Und beenden den Zug. Momentan sieht es auch so aus, als ob wir wollten eigentlich hier rumlaufen, jetzt sind momentan sind wir alle hier. Na gut, aber das ist jetzt ja dem Blitz von den Orks geschuldet. Eine super Sache, den Troll hier wegzukippen, der ist direkt mal saublöd. Okay. Noch alles kein Thema. Backfisch wird geblitzt. Au.
We can always count on Black Hawks to inflict damage on the opposing team. He's going to sleep, and maybe we will see him on the pitch later. Das ist gut. Der Starspieler geht down gegen den Frank. Ist das, ist der Frank? Ja. Ist gut gemacht, Frank. So, jetzt stehen wir hier wieder auf. Mit Plastiklöffel. Und der Coriminus stellt sich hier mal neben den Schwarz auf. Damit wir hier den Ball mal eben ins Publikum schieben. I know, Jim. I'm watching the same match as you. Bleiben. And into the crowd they go. I wonder if we'll ever see them again. Oh, der Ball geht ganz weit weg. Los, Beru, Richtung Ball. Alles klar. Einen haben wir schon mal Richtung Ball auf den Weg geschickt. So. Der Frank. Stellt sich mal nach hier. Der Cartman nach hier. Und Koali kann man Blitz machen gegen den Schwarzorg hier. Schiebt den mal ein bisschen beiseite. Folgen. Oh, you had better run there. Und dank Ausweichen kann er nämlich noch vorbei. So, sehr gut, sehr gut. So, der Mischka läuft auch mal hier in die Richtung. Jetzt sind wir wieder auf die andere Seite unterwegs. Okay, der Schwarzorg hier muss fallen. So nicht. So ja. Einmal neben den Troll bitte. Und wir folgen. So, dadurch ist der Samur frei. Den können wir... Oh, nein, 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 nein. Da steht ja noch ein Goblin. Den hätte ich beinahe übersehen. Dann unterstützen wir doch hier unten den guten Frank gegen den Schwarzen und beenden den Zug. Und der Troll läuft mal eben zum Beru. Aber Beru größer geht's nicht. Also, ne? Unity is strength. No. Das sieht nicht gut aus. Plastiklöffel ist gelähmt. Ah, sie beschäftigen sich hier ganz links auch mit unseren Spielern. Das ist ganz gut. Hauptsache weg vom Ball mit euch. Der Goblin weicht aus. Muss einstecken, aber wird nur geschubst. Und Lesrak leider auch. Weil jetzt steht er da ziemlich fies am Seiten aus. Okay, so, das ist der normale Troll. Das heißt, wenn ich jetzt hier blitze, wäre das ein Einserwürfel. Wir hauen erstmal den hier K.O., oder? Was meint ihr zu Hause? Ja, wir schieben ihn zumindest mal an die Seite. Ist klar. Folgen. So, dann hätte ich hier gerne meinen Go-For-It mit dem Samur. Läuft. Und dann holt der Koali jetzt den Troll. Komm. Und... They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Bleiben. The little guy decks the big guy. Das klein. Und dann einmal den Goblin mal zustellen. So, Beru hat jetzt die Chance auf den Touchdown. Kriegen wir sonst noch irgendwas hin hier? Wir müssten auch jetzt den Touchdown versuchen, weil hier der Lesrak in Gefahr ist. Hier können wir noch einmal einen Block machen. Mit dem Eloridas. Sehr schön. Läuft.
So, jetzt Beru. Hier, deine Chance auf den Touchdown. Good catch. Hello. Und Touchdown von Beru. Here's the touchdown, which could protect them from a comeback. This might be the end. Und das, obwohl ein Goblin auf dem Feld war. ...2-0 für das Chaos. Für den Nerdpole. Fresh start, fellas. You can return to the slaughter. So, wir haben schon wieder eine Lore, das draußen will ich aber gerne auf dem Feld. As his team has just kicked it away. Pum, 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 pum. Für wen? Für Plastiklöffel? Für Mischke? Für Cartman? Nee. Wer steht denn hier? Kluminus? Umbrian. Umbrian, raus mit dir. Hast auch nichts auf dem Feld zu suchen, wenn ein Chaoskrieger noch fit auf der Ersatzbank steht. Engel immer auf der Ersatzbank, sehr schön. So, Elolas nach vorne. An die Line. Und dann geht's los. Okay, nichts mehr Blitzartiges. Ja, dann ist der Ball ziemlich weit vorne für meinen Geschmack. Ah, sehr gut. Ist aber wenigstens auf der Seite, wo der Mischka und der Cartman sind. Ich weiß gar nicht, ob der Samu auch auf der Seite... Ja, der Samu ist auch auf der Seite. Obwohl, der Samu ist mich bis jetzt enttäuscht. Er hatte relativ viele Blocks mit seinem Knochenbrecher schon. Hat aber noch keinen verletzt. Ich weiß nicht. Seit wir die Knochenbrecher-Talente freigeschaltet haben, läuft es in Sachen Verletzung bei uns nicht so wirklich. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. Beru ist down. Direkt mal einen drüber, weil er den Touchdown gerade gemacht hat. Das war die Rache. Yep. So macht man das. Der Frank zeigt wieder, dass man auch Trolle ganz einfach kaputt hauen kann. Also nicht kaputt, aber zumindest. Okay. Cartman. Der Blitz ist dein. Läuft. Folgen natürlich, wenn wir neben dem Ballträger steht. Und K.O. Alles klar. Gute Arbeit, Cartman. So, durch die Rüstung ist er durch. Mit einer 11. Verletzung 2 plus sind 7. Ja, okay. Alles klar. Gut. Der Mischka stellt sich auch neben dem Ballträger. Und der Samur neben den Goblin. Und der Koriminus lauert auch schon hier auf einen Ballbesitz. Denn er braucht nur noch einen Starspielerpunkt für den Aufstieg. Aufstehen bitte, Loyalers, aufstehen. Lesrak. Einmal Sneaky hintenrum. Unterstützt vom Koali. Und Backfisch ist auch wieder da, die rundet aber einmal auf dieser Seite des Felds. So. Hm. Plastiklöffel, auch über diese Seite. Alles klar, Zug beenden. Jetzt schauen wir mal, was die ganzen Orks machen. Kommt erstmal die Unterstützung für den Beiträger. Ripper steht wieder auf. Und da kommt der Blitz gegen Hartmann. Oh. Gut, der hatte Knochenbrecher. Also. Oh ja, sehr schön. Da fällt der Wiederholungswurf der Orks. Aber er schafft es leider.
Immerhin, ein Wiederholungswurf weniger ist ein Wiederholungswurf weniger. Da geht der down, der Flank. Au. Okay. Alle wieder aufstehen hier, bitte. Hier rum. So, hier haben wir die Chance, ein bisschen Druck zu machen. Und hier müssen wir auf jeden Fall wieder mit dem Cartman aufstehen. So, dann haben wir jetzt hier einen Samur-Block gegen den Goblin. Läuft. Und folgen. Der Goblin ist K.O. So muss das doch sein. Alles klar. Gut, dann haben wir hier den Kuriminus. Und hier den Mischka. Der Mischka haut jetzt erstmal den Blitzer hier. Sehr gut. Und folgt. So, den Lesrak holen wir auch mal dazu. Der kommt zwar noch nicht ganz dran, aber naja, ihr wisst schon. Plastiklöffel auch. So. Und dann der Blitz von Kuriminus gegen den Ballträger. Und da verliert er den Ball. Wir folgen natürlich. They can dislodge the ball from that loser. They're in with a chance of turning this match on its head. Sehr schön. Der Ball läuft so, wie wir das gerne hätten, Richtung unsere Reihen. Oh oh, da kommen die Trolle. Hier hat einer was gegen Beru. Ich glaube, der muss echt leiden für seinen Touchdown. Sometimes the underdog wins the fight. Not this time. Okay, ein Schwarzorg neben dem Ball. Das ist immer ein Problem. Schlimmer wäre nur ein Schwarzorg im Ballbesitz. Glaube ich. Haha. Turnover. Also in Defensiv-Tackles ist der Frank heute richtig stark. War auch der Frank, ne? Ja. Aufstehen. Ja, das ist auch mal wieder down gegangen. Aufstehen. Und hier oben auch aufstehen. So, wir haben zwei Tackle-Zonen auf dem Ball. Aber die eine kommen wir ganz einfach mit dem Samur mal. Also das heißt einfach, wenn ich jetzt hier so sehe, ist das gar nicht so einfach. Folgen. Good call. Intimidation is the key. Komm, Mischka, kannst du besser, oder? I was still playing. Nein, kann er auch nicht. What are they slapping each other with? Dritte Chance, Cartman. Put some force behind those punches. Guck mal, Cartman mit einem Einser-Block schafft es. Der bleibt aber. Ist klar. Gut. Der ist echt ein Problem hier, der Schwarzorg. Backfisch müsste auf den Ball gehen. Kuriminus. Hier ein Doppelblock. Komm, Unity ist Strength. Ist das schon mal gut? Folgen. So, jetzt haben wir dieses Feld dadurch frei. Jetzt müssen wir mit dem Lesracken Blitz weichen dem Troll aus. Gehen hier auf den Doppelblock. Right next to a teammate. Alles klar, wir schieben den Typen jetzt mal weg vom Ball. Folgen. That's it. Force him back and then pow. So, hier haben wir den Frank frei. Dann machen wir erst später was. Erstmal holen wir jetzt hier mit Backfisch den Ball.
so easy when you can change the shape of your body. So, und dann geht's ab. Und zwar hier. Ein weiter noch. Risky oder nicht risky? Da stehen zwei Tickets, sonst kommen. Ich mach den Pass. Auf Plastiklöffel. Here comes the last chance pass. Nein, Plastiklöffel hat den Ball fangen können. Dabei war das so grandios geworfen. Habt ihr gesehen, der Ork hat versucht, den Ball noch wegzuschlagen. Und deswegen war Plastiklöffel irritiert und konnte den Ball nicht aufnehmen. Das ist die Erklärung schlechthin. Aber ich bin zuversichtlich, also wir führen 2-0. Der Ball liegt bei uns in der Nähe. In der Nähe des Balles liegt es höchstens ein Spieler, der überhaupt was mit dem Ball anfangen kann. Das ist schon ganz gut. Leider steht jetzt schon wieder ein Schwarz auf dem Ball. Aber gut, irgendwas ist immerhin. Autsch. Und wir sind wieder dran. Ali könnte jetzt, ja, Blitz gegen den Schwarzorg, damit er direkt mal wieder weg ist vom Ball. The attacker has an assist. Ja, weg vom Ball reicht. Wir bleiben stehen. If I was on the receiving end of that, it would be more terrifying than being urinated on by a flesh hound. Neben dem Ball. Der Mischka hebt man den Ball auf. If the player remains unmolested, they could sprint into the end zone. Pass auf. That's quite a big. Na komm, pass. Agility 4, Mischka. Nein, das war nicht gut. I could be scathing. Da war ich wieder greedy auf Starspieler. But I'll let the viewers make up their own minds. Nein. Gewinnen tun wir das Spiel auf jeden Fall. Es wäre nur cool gewesen, wenn Plastiklöffel den jetzt gefangen hätte und den Touchdown gemacht hätte. Dann hätte sie nämlich aufgestiegen. Aber gut, wer den Ball nicht fangen kann, hat es auch nicht verdient, im Level abzugraden. Cartman ist gelähmt. Jetzt haben sie sich auf den Frank eingeschworen, aber der Frank ist diesmal im Defensiv-Tackle richtig gut. Lesrak wird auch nur geschoben. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Aber jetzt schieben sie mich da. Lesrak auch Richtung Ende. Okay, ausweichen. Ah, schade. Der Samu hat es nicht verhindern können. Okay. Wir haben einen Troll auf dem Ball. Sollte jetzt nicht so das Problem sein für Agility 4. Zumindest ist die Chance auf den Touchdown noch da. Wer kann denn hier... Backfisch könnte einen Touchdown machen. Plastiklöffel müsste vorher ausweichen. Will ich einen sicheren Touchdown machen oder will ich keinen sicheren Touchdown machen? Das ist jetzt die Frage. Ich hole mir jetzt einfach hier den Ball. That's gutsy and brilliant. Ausweichen. Taking the ball from right under the opposing team's nose. So, und jetzt kommt der Pass auf Backfisch. Und Backfisch macht den Pass. Well, it starts off the exciting in the dying moments of the match. Mischka. Agility 4.
What a ball pass! The way is clear for a touchdown. Haben wir den Touchdown? Ladies and gentlemen, it's a touchdown. Sehr gut. Any advice, Bob? Und seit wir gegen die Skaven gespielt haben, habe ich irgendwie so den Drang, praktisch den zweiten Kopf zu verpassen. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. Agility 4 mit zusätzlichen Armen und zwei Köpfen. Wir haben gesehen, was der Hackflemmen looks like that Apothecary's magic sponge was on full charge. A few of the KOs have been revived and are ready to play again. So. They've kicked the ball to the opponents. Now it's time to think defensively. Ja, komm, wir schützen mal den Eloidas ein bisschen. Der Engai kann mal ins Feld. Den Frank schützen wir auch mal ein bisschen. Samo kann sich mal ein bisschen ausruhen. Beru da vorne. Der darf auch mal ein bisschen weiter im Hintergrund stehen. So. Alles klar. Und es geht los. Der letzte Zug dieses Spiels. Der Computer wird wieder allerlei Unsinn machen. Wir haben einen extra Wiederholungswurf, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Genießen wir es. Und hoffen, dass da die drei Tiermenschen an der Leine nicht verletzt werden. Und natürlich die dahinter auch nicht. Mein Quietschestuhl ist auch der Meinung. Ja, also das müssen sich die Entwickler echt mal ankreiden lassen. Das haben sie schon im letzten Teil halt voll relativ schlecht gemacht, dass da der Computer in dem letzten Zug noch irgendwie wirklich viel Schwachsinn, also macht generell viel Schwachsinn, aber unnötige Sachen macht. Ich weiß nicht, ich habe gehört vom Programmieren und habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es so kompliziert wäre, den Computer. Keine langfristigen Auswirkungen, ist komplett egal. Dem beizubringen, dass er erkennt, in welchem Zug er ist und was für Manöver er macht, in welchem Zug machen kann. So many touchdowns. Okay, wir gewinnen 3-0. Das ist ordentlich. Okay. Wir haben relativ schlechte Gewinne eingefahren. Wir wiederholen das mal. Ja, das sieht doch schon besser aus. Okay. Ja, 3-0. Und der Eloridas hat den Spieler des Spiels bekommen. Okay, alles klar. Auf der Gegenseite ein Schwarzorg, der jetzt bald auch einen Aufstieg hat. Ja, seht schon, wir sind nicht so gut gewesen hier beim Prügeln. Wir haben nur 4 Rüstungsdurchbrechungen gehabt und der Gegner 10. Ja, alles klar. Statistik spricht auch Bände. 4 K.O.s für die Greenskins. Aber gut, wir sind mehr gerannt und haben mehr gepasst. Deswegen haben wir verdient gewonnen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht es gegen ein anderes Chaos-Team. Also wieder prügeln. Und ja, bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.